Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2013 im Kurbelwallappen-Mulchern. Ja, Freunde, Qualifying Session Nummer 1. Ich habe meinen PC neu gestartet und jetzt klappt alles da. Der wollte irgendwie nicht. Wenn es jetzt wieder nicht klappt, dann ist er einfach nur scheiße. Dann werde ich ihn aus dem Fenster schmeißen. Danke. Mit Video. Mit seinem Video. ja, Qualifying. Setup-Laden, Setup-Laden. Erstmal auf Hard. Ja, ich fahr auf harten Reifen raus. Okay. Du auch, oder? Ja. Bist du schon raus? Ich warte noch ein bisschen, nur du. Ich kenne ja mein Glück in dem Spiel, also. Was ist dein Ziel? Ja. Q3. Top 5. Top 5. Oh, das ist aber eine mutige Ansage, ey. Top 5. Ja, wenn wir schon im Training so gut sind. Ja, okay, man weiß nicht, was die eben. Wie heißt das? Was die im Qualifying fahren? Ja. Also, vier sind schon mal rausgefahren. Aber was ist dein Ziel in der WM? Insgesamt? Ja. Top. Nimm eine neue Position. Fünfter, sechster, okay. Du? Erster. Oh. Und dann will ich Dritter werden. Ja, im Toro Solo bin ich Vierter geworden. Also kann man mal die Ziele ganz hoch stellen, oder? Welche Rennen siehst du denn die meisten Probleme? Ein Rennen? Ungarn. Ja. Ungarn, okay. Indien? Indien weiß ich nicht. Ich weiß nicht, es kommt das Neuland mit McLaren. Müssen wir mal gucken. Also gute Chancen sehe ich natürlich noch auf Nürburgring wieder. Ja, auf jeden Fall die letzte dann, wie sie waren so. Aber Probleme sehe ich mir in Bahrain. Bahrain? Wegen dem Reifen oder? Ja. Was ist mit Monaco? Mit Spaß machen. Wenn wir da wieder so ein halbes Chaos-Regen haben. Auch wie letztes Mal. Mhm. Wo ich denn die Erstplatzen, wo sie mich überrundet hat, nicht wieder überholt habe. Ja. Und wo ich denn so vorbeikriege. Hallo, ich muss da mal vorbei. Oder Singapur, weißt noch? Reifen wir da rennen. Naja. Grosjean Bacon. Oder Paris Grosjean Qualifying in Japan. Ja. Das fand ich sogar am besten. Bei dir hätte man ein Bild von Grosjean machen können, bei mir war von McLaren eigentlich. So, ja, das war die Toro Rosso-Saison, das waren eigentlich die Highlights, ne? Man könnte so gleich das Beste auch daraus machen. Ja, eigentlich Ende, schon. Aber jetzt ist McLaren Zeit. Da wird es wahrscheinlich auch wieder sowas geben. Doch, wer ist denn da schon wieder? Weg da! Bist du schon rausgefahren? Na, du auch. Hast du es gesehen? Ich habe Morde gehört und habe gesehen, ach, das kann nur der sein. Das kann nur der Lappen sein. Na, da bin ich ja. Ach ja, stimmt. Ich hab ganz vergessen. Erstmal so eine Warm-up-Runde fahren hier. Also nicht die schnellste Runde. Was ist denn bei dir eine Warm-up-Runde? Eine Aufwärmrunde. Weg da, Red Bull, oder? Boah, den Lado 1,27. Okay. Kurve halb verbremst. Da bin ich schon mal 1,2 Sekunden schneller. Aber da. Und mein Auto ist noch auf weiß gefahren. Ich fand den Williams in F1 2012 stärker. Ja. War ja auch. Da war das ein Top 10 Auto, ey. Und damit konntest du in die Top 10 fahren. Tobi ist langsamer. Und wie viel? Boah. Enzo kommt, glaube ich, zwei nach links gekommen. 14 bin ich langsamer als du.
Das reicht für Q1. Das reicht schon mal für Q1. Ja, natürlich reicht das für Q1. Das reicht dicke, ey. Ach, haben wir Spy an die Box. Oh, hier liegen Frontflügelteile. Sind das deine? Nein, meine sind dran. auf jeden Fall sehe ich Probleme. Wo kann man da Probleme sehen? China sehe ich noch groß. China sehe ich große Probleme, auf uns zukommen. China? Ja, okay. Silverstone? Nee, ja nicht. Gelbphasen, Sektor 1. Wieder aufgehoben. China nicht. China am meisten eigentlich. Und Indien. Südkorea vielleicht noch. Abu Dhabi. Oh ja. Was haben wir da nochmal gewonnen? Oh Gott, ja, so schlecht. Ja, da bist du 8. geworden, ich bin 11. Lobby geworden. Das war eines meiner schlechtesten Rennen, ey. Ich war sonst so dauernd schlecht. Nee, Australien war dein schlechtes. Weil du warst schlecht in der ersten Hälfte wieder. Ich weiß auch nicht, wie ist die erste Hälfte, die deine Hälfte, ey. In der zweiten kommst du dann immer. Ob es hier im Rennen schöne Kämpfe zwischen mir und Philipp gibt. Also in der Box, da geht die FPS da mal runter. Ja, bei mir auch. Wenn ich in die Box reinfalle. 25 bei mir. Ja, bei mir geht es von 60 auf 30 runter. Und wenn ich in der Box hier drin bin, ist sie wieder bei 60. Ja, genau. Und wenn ich wieder rausfahren möchte, dann geht es auch wieder runter. Ja, ja, auch. Bei mir auch. Was daran so anders? Die ganzen Menschen da links an der... Ach, wer ist denn da gerade gekommen? Deine Mutter. Du bist im letzten Sektor schneller gefahren als ich. Hast aber der letzte Sektor gehört immer mir. Immer. Dafür hast du den ersten Sektor verkackt. Das reicht locker. Dafür hast du den ersten Sektor verkackt, ey. Oh ja, oh ja, oh Gott. Guck mal, 17. Guck mal, ich wäre eigentlich vor dir gelandet. Okay, das reicht, komm. Ja. Raus. Der hat mich aber weiß. Oh! 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 Ich sag mal, seid ihr gar nicht unterschätzt? Jetzt kommt Tobi. Damit hab ich aber nicht gerechnet. Die Rest ist auf die 3, what the fuck? Warte. Ja, auf weich. Warte. Hamilton ist auf hart. Ach, die sind bei mir auf der Strecke noch. Guck mal, wenn ihr da sind, da steht die Rest auf der Strecke. Weiter noch. What the fuck? Wo sind die gelandet? Also auf jeden Fall sind die beide weich gefahren. Aber Hamilton ist auf Fahrt gefahren. Wer ist denn rausgeflogen? Sind. John Eric Bern war klar. Esteban Gutierrez, Jude Bianchi, Scheißweg, Max Sheldon, Griff von der Gerade. Weißt du, bei meinen Karriererennen, da hast du gesehen, das sind alle Franzosen rausgeflogen. Cool. Ja, hab ich gesehen, ey. Wunderbar. Wo ist denn Ricciardo auf der 13? Oh. Oh Mann, ey. Tja. Willst du nochmal auf Fahrt fahren? Nee. Das ist jetzt vorbei. Du musst keine Reifen mehr sparen, ey, wie mit Toro Rosso, weißt du noch? Oh Gott, das war ein Festival, ey. Ich muss Grafik sparen. Jetzt hab ich auch 30, jetzt geht's gleich hoch auf 60. Ja, ist jetzt. Immer so. Das sind diese Videos, die sie mal rendern. Die haben sie auf 30 limitiert nur. Ja. Setz dich hier rein, du Drecksauto. Jetzt fahre ich auf weich. Jetzt ist die Zeit vorbei, ey. Wir warten ein bisschen. Jetzt werden die Karten aufgedeckt. Zwei Asse, mein Freund. Ey, wir haben gestern Poker gespielt, ja, wo wir nicht waren. Okay, ist nicht gestern. Doch, war gestern. Nee, vorgestern. Und da hat fast jemand einen Royal Flush gehabt, ey. Kennst du das Video Royal Flush gegen Feeling Asse? Bei der World Series of Poker, ja. Schick mir nachher mal, ja. Das gibt's wirklich. Der Prof hätte die vier Asse. Er ging all in und der andere nur call. Der hat da die zwei Asse auf den Tisch geschmettert, ey. Und ist rausgeflogen. Aber er hat natürlich gewonnen mit dem Royal Flush. Ja, ja, natürlich. Aber der call kam sofort, ey. Das war... Wo er gesehen hat... Oh, was? Was? Wie kann der das haben? Was hat er denn? Der Peak? Ja, ich glaube, Kreuz König und Kreuz Bube war, ja, die beiden. Und dann haben lang Kreuz Ass, Kreuz 10 und Kreuz Dame. Ja, und das Kreuz Ass kam also beim Turn. Da eine Menge Glück, wenn du das haben willst. Das passiert dir nur einmal im Leben, ey. Philipp ist schon raus. Ja. Wir haben vier Reifensätze.
wir werden zwei benutzen, beziehungsweise ich versuche jetzt versuchen zwei zu nutzen. Das Gute ist ja, hier fällt es uns eine schnelle Runde mit dem, weil das Ding, Alter, der McLaren einfach mal viel schneller. So, ich kann immer rausfahren. Ansonsten macht es auf jeden Fall Spaß, in McLaren zu fahren. So, bitte einmal runter auf 25. Jetzt kommen die weichen Reifen. Ich bin mal gespannt, wie viel schneller man fährt. Nee, ich habe 30 gerade. Nicht 25. Ich meine, du fährst mit 24 Mitte, fährst du gleich. So, Red Bull ist gerade vor mir rausgefahren. Ich habe freie Fahrt. Ach, die Resta, ey. Nee, Sute war das. Aber McLaren sieht schon geil aus von der Anbord, oder? Ja. Nur der Helm. Was? Nur mein Helm passt da nicht zu. Grün, war? Nee. Aber du hast den grün. Ich hab den Oberlappenhelm. Man braucht ja so ein Helm wie James Button, so mit blau und so. Der passt dazu. Oh, wie der Williams erstmal den Lotus richtig auffällt, ey. Stark gemacht, Bottas, ganz stark. Ey, Philipp, wir machen jetzt keine Pause gleich dazwischen, einfach durch, ja. Ja, wir wissen, wir gehen kurz raus und dann wieder die Ankündigung zu machen, das bleibt. Aber wir machen sofort weiter, ey. Ich beende nämlich dann nicht die Aufnahme. Aber durchlaufen lassen. So, let's go. 26.3 fahre ich auf. Boah, die ist aber schwach. Wie, das war abkürzen? Dein Ernst, ey? Ah, never, ey. Come on. Ich hab kein Abkürzen in der ersten Kurve. Bin mit dem rechten Vorderrad. Jetzt lädt mich F1-Spieler ein. Ja, ich fahre eine Kurve. Oh mein Gott. Boah, der lädt mich dauerhaft ein. Da sage ich ihm immer, ich spiele was anderes. Also, wo ich NBL spiele, aber hat er mich erstmal komplett mal zu Formel 1 sängeln. Ich mach's trotzdem. Boah, ey. Also bitte, wenn ich in der Spiel 2013 bin, dann fahre ich entweder Koop mit Philipp oder trainiere für die Liga oder mehr und nicht, weil das Spiel kann man nicht so in der Freizeit spielen. Tut mir leid. Das muss Philipp aber auch sagen. Ja, ich kann es nicht zum Aufnehmen spielen, ey. Ja, siehst du, in der Freizeit kann man glaube ich nicht spielen, weil es einfach zu langweilig ist. Das geht schon, aber dann könnte ich auch kein 100% am Stück fahren. Deswegen finde ich diese Speicherfunktion eigentlich für Leute, die jetzt wirklich privat spielen, ist super eigentlich, diese Zwischenspeicherfunktion. Die ich aber noch nie in einem Let's Play benutzt habe. Zum Beispiel ein Kumpel von meinem Vater, der hat ja Cancer Grid 1 oder spielen. Ja. Der hat mal 24 Stunden Rennen gefahren in Le Mans, also richtige 24 Stunden. Und ist am Tag 6 Stunden gefahren, Pause gemacht und immer so weiter. Jetzt bin ich diese erste Kurve viel zu vorsichtig angefahren. Ach, du musst noch eine Runde fahren, weil du abgeküsst hast, okay. Was bist du für Zeit gefahren? 23,8? Ja. Dein Ernst? Ja. Dein Ernst? Ja. Cheater, ganz klar Cheater. Immer mit seinen Cheater, ey. Ja, wir sind die dritte Box nach Ferrari und Red Bull. Ja. Hallo, ich will um den WM-Titel kämpfen. Ja, da muss ich Top-Zeiten fahren. Ich bin jetzt schon 2,5 Sekunden schneller als Grosjean, der auf Platz 10 ist. 26,8. Höhlenberg auf der 4 mit 1,25,8.
16. ist er mit langsamer gefahren als ich. Was macht denn der Mercedes da? Was macht der Ferrari da mit dem Gras? Das Gras begutachten. Der will ihn rauchen, oder was? Boah! Schau mal die Sektoren bitte an. Sektor 3, Sektorbestzeit. Sektor 2? Langsamer und Sektor 1 auch. Alter, was verlierst du nur im letzten Sektor? 36.000. Und im zweiten Sektor? Verlierst du 61.000. Im ersten? Verlierst du 25.000. Ach so, ich dachte, du wärst voll lahmarschig gefahren, ey. Ich auch am Anfang. Alter, der geht mindestens noch 13. Was? Oder? Doch. Dann will ich sehen nachher in Q3. War die Runde bei dir am Limit? Fast am Limit. Da geht auf jeden Fall noch was. Ich wurde im letzten Sektor sogar noch abgebremst. Oh, eine halbe Zehntel. Mein Freund, ich sag dir, warum ich bin gut in Australien. Jetzt werden die Karten auf die Seite. Jetzt reicht es, ey. Ich werde die Pole nachher holen. Ja, das will ich sehen, ey. Aber hey, die Konstanz im Rennen, da wird da wieder sowas von rankommen, wenn ich 10-mal in der Runde nach hinten gucken, ey. Ja, ich kenn. Ihr seht ja mein Team mit Dennis Duell, ey, was im Toro Rosso so gut wie gar nicht vorhanden war, ey. Oh, das gibt's ja nicht, ey. Ey, ich würde sagen, das ist eine Doppelpole. Alter, ist das Ding krass. Ich weiß doch Indien, Alter. Ich weiß doch Indien, du so, boah, und dann über mich mit 10.000. Na, das war 2012, war das. Ja. Du bist damals auf fortgeschrittenem MRT gefahren, ey. wenn mir das erzählt, dann glaubt da kein Mensch, ey. Doch, man kann es gucken. Nachgucken, mein Karriere-Let's Play. Guck dir Alonso eine Viertelzeit an! 1:08! Im ersten Sektor! Oh, nur eine halbe Zehntel! Die KI ist aber schwach, ey! Nee! Guck dir mal die KI an, ey! Ein 26, er ist mir weit weg von! Das waren unsere alten Zeiten! Also, ausgeschieden, Romain Grosjean, Paul Di Resta, Adrian Sutil, Valtteri Bottas, San Ricciardo, Pastor und Maldonado. Bin ich nicht sogar in die Top 10 gefallen mit dem Toro Rosso? Du bist, glaube ich, ins Q3 gekommen, ich nicht. Du bist, glaube ich, ausgeschieden und da hast du dich rumgeflucht wegen der Runde. Genau. Das war um Platz 10 oder so, da war ich wirklich 6 Zehntel schneller, war ich auf Bestzeitkurs. Und dann kürze ich ab. Oh Mann, ey. Es ist ja wie im Nacken, ey. Mein Freund? Na, genau, mein Freund. In Brasilien hat er mich ja geschlagen im Qualifying, ey. Also. Oh, das war auch um 4.000. Ich hab die Motten bekommen. Und Flip so. Nee, das kommt gleich von dir im Rennen. In der ersten Kurve. Alter. Ich weiß doch, wir haben vor uns das erste Rennen um 2 Uhr morgens aufgenommen, das weiß ich noch. oh Gott, und du dann so, einfach göttlich, also ey. Das war geil, das war der Beste. Das kann man auch warten, die fahren alle sofort hintereinander raus. Meistens. Oh, geil. Wenn erst die ersten 8 draußen sind und wenn die draußen sind, dann fahren wir raus, ja. Ich fahr schon raus. Okay, ciao. Ich bin euer Freibahn. Alter, ey. Halbe Zehntel, ey. Denk beim Rausfahren an die weiße Linie, sonst kriegst du eine Strafe. Ey, jetzt fahren wir wirklich alle raus. So, es wird spannend. Das wird echt spannend, ey. Also, nicht gegen die KI, wir beide gegeneinander, ey. Alter, wie wird denn das denn im Mercedes hier, ey? Das wird eine Dominanz werden, ey. Ich sehe schon Killer, also Iceman hat immer so ein Mod mal gezeigt, wo die KI noch stärker ist als Legende ist. Ich da fahren die so 1.21er Zeiten. Ja, ist klar, ey. Doch, gibt's einen Mod dafür. Den hau ich aber nicht rauf, ey. Nein.
Ach, schön frei war. Ist das schön. Ich gleich auch, weil ich gleich Abstand lassen werde. Ich bin der einzige Punkt da am ersten. Du ganz allein. Weißt du, wo ich bin? Ich bin der fünfte Punkt. Nee, der fünfte. Ach da, okay, ja, du hast ja eine Menge Platz. Ich brauche keine Sorgen machen hier. Da ist schon ein Punkt weiß auf der Karte. wenn wir jetzt gerade nochmal fahren, sind wir durch. Dann sind wir Erster. Ja, natürlich. 23,8, ey. Ich bin nicht nur so schnell sauber gefahren. Ich bin sauber, ich habe meine 24 irgendwas gefahren. Du fährst schon, wa? Ja. Ja. Okay. Wow. Ich fahr jetzt los. Letzte Kurve. Bitte, eine 28,5 im ersten Sektor, bitte! Bitte! 25,0, bitte! Hallo? Was ist denn da gemacht, der Runde? Ja, nur Scheiße, ey! Und du? Doch, ein Zeichen haben wir gut. Ich fahr auch nicht besser gerade. Ich bin nur 13 langsamer als du. Ich glaube, die 23er Zeit war so eine Runde wie bei dir im Toro Rosso ja. In Südkorea. Dritter bist du nur. Noch hinter Alonso. Ja, von wegen Doppelpole, ey. Tobi. Ja. Ich geh nur eine Runde an. Von wegen Doppelpole. Das sah gerade nur so aus. 5 Minuten noch. Was ist denn hier? Red Bull Schau oder was? Tobi, da hört man schön am Atmen, schön am Arbeiten. Ja, man hat's gehört. Wirklich? Ja. Ich glaube, ich habe meinen Mund aufgehabt. Wir fahren gleich raus. Mach dich bereit. Aber ich starte lieber auf der von der 3 lieber auf der 2, wenn den Reifen und so Philipp. Alles bereit. In der Runde wäre auch nichts geworden. Wie sie alle in der Box sind, ey. Fährst du nochmal raus? Ja. Und dann bleibt aber nur ein Reifen dazu. Ein weicher Reifensatz, oder? Ja, bleibt mir noch einer übrig. Willst du so fahren, weich und dann hart und so was alles? Also du weich und dann... Hart, wahrscheinlich, ja. Ich glaube, ich lasse das so mit hier. Immerhin, der ist schon 84% runter. Ey, die halten nur 5 Runden. Länger nicht? Weil wo ich vorhin meinen 5 Runden rennen gefahren habe. Die weichen Reifen 5 Runden.
6 hätten sie vielleicht durchgehalten, aber länger nicht. Und ich habe da pro Runde eine halbe Sekunde auf Vettel gut gemacht. Das ist unnormal. Okay. Alter. Also hinter mir ist Vettel bei einer 1.24.594, Hamilton 1.24.662, Rosberg 1.24.862. Ich glaube, die drei können wir nochmal gefährlich werden. Der Master kann ja auch noch gefährlich werden. Alles, was der Alonso fahren kann, was der Red Bull fahren kann und der Mercedes, die 6 Fahrer musst du im Auge behalten. Also Weber auch noch auf der 8. Nein. Wenn ich 2.14 soll nochmal rausfahren, Philipp, oder? Musst du wissen. Ja, ich lasse das einfach so. Ich lasse das so. Dann geht einfach auf Aufgeben kommen. Ne, ich lasse es so. Auch wenn ich jetzt ein paar Positionen noch verliere, ist mir auch egal. Ja. Fantastisch. Im Moment hättest du Philipp, lassen wir mal später drauf. So, Hülkenberg ist der Erste, der rüberfährt, aber ich glaube, der wird nicht gefährlich werden. Dann würde ich sagen, nur mal ein Rekön auch nicht. Wo ist der Weber? Ah, der ist jetzt zweites Rechter, okay. Also setze ich mal Philipp vor dieses Weber. Oh, das habe ich mir fast gedacht. Bestzeit? Ja, um 2/10. Holst du auch Weber auf? Ja. Okay, dann kannst du abnehmen, glaube ich. Weißt du, wer hinter dir ist? Nee. Okay. Die sind da viel zu langsam in der Kurve, ey. Massa auf der 7. Rosberg ist ganz hinten. Mitten auch nicht. Vettel auch nicht. Alonso auch nicht. Oh, ist für eine gute Zeit. Jupp. Alonso. Was fährt der? Dann gibt noch mal Schroff hier. Nur noch 30 Sekunden in dieser Session. Bin dritter geblieben, hat sich keiner verbessert. Außer du. Ah, du fährst es eh langsam. Also 23,5 hätte ich fahren können. Na, die kann man auch fahren. Alonso brauche ich nicht draufnehmen, der will mir hin. Ja, ein Fetter muss ich drauf haben. Ah, da bist ja du. Mitten auf der 5. Wo ist Rosberg? 6. Ihn voll gar nicht. Hamilton ist direkt hinter Vettel. Nicht verbessert? Ne, keiner. Danke, oh, ist zu schön. Also ich kann von der Pole Position hinter mir ist Fernando Alonso und dann kommt Tobi. Das ist schade, Tobi. Echt ja, aber schade. Ich wollte die Reifen nicht verrauen. Alles klar. Peter Vettel, 5. Hamilton, 6. Rosberg, Master, 7. Marco, 8. Rekens, 9. und Hülkenberg, 10. Ja, ich wollte ehrlich die Reifen nicht so von einem Umwurf verstehen. Ja. Woo! So sieht man das gerne. Ja. Es läuft. Wir bringen McLaren auf die Spur. Ach,